willkommen zur Traumflieger-Equipment-Demo. Heute geht es um Power-LED, die aktuellsten des Jahres 2014. Wir haben vor einiger Zeit ja schon mal einen LED-Taschenlampen-Report gemacht. Da ging es auch um Power-LED. Diesmal aber aktualisiert. Der Markt entwickelt sich natürlich weiter. Und mittlerweile gibt es natürlich schon neue Varianten. Ja, zum Beispiel haben wir hier eine Phoenix RC40, dann gibt es auch eine Phoenix TK75, die sind noch ganz frisch. Und ja, wir hatten schon mal extrem lichtstarke Power-LED, die Nightcore TM26 Tiny Monster. Die haben wir schon vorgestellt und die haben wir diesmal aber auch im Vergleich, weil die nach wie vor aktuell ist und ja, haben natürlich verschiedene Preisklassen. Neu aufgenommen, das muss ich auch nochmal erwähnen, ist eine Lupine Betty. Das ist eine Preisklasse, ja, die ist für viele vielleicht schon schwer zu verstehen. Für eine Taschenlampe, die liegt über 600 Euro für so eine kleine Lampe. Aber die hat es in sich, die ist besonders lichtstark. Und ja, in diesem Vergleich werden wir also besonders lichtstarke Taschenlampen, LED-Lampen vorstellen. Nicht nur die teuren, hier haben wir zum Beispiel auch die LED-Lenser XR 21 oder X21R und die 21 ohne R. Das ist so eine Preisklasse, die liegt dann auch so in der Nähe um 400 Euro für die X21R. Die sind zoomfähig. Hier haben wir auch so die 400 Euro Preisklasse. Dann haben wir hier auch so eine 180 Euro Preisklasse und hier sind wir wieder bei 400, 200, 600. Dann haben wir aber auch die sogenannten China-LED-Lampen. Das sind, ja, eigentlich sind das No-Name-China-Lampen, aber sie sind natürlich gelabelt und da gibt es dann also eben entsprechend günstige. Hier haben wir also Trustfire. Ich halte sie mal hier doch mal kurz rein. Also Trustfire mit 8500 Lumen zu den Lumen Lux und Candela-Angaben dann später noch etwas mehr, aber die labeln das jetzt schon, ja, von der nominellen Angabe wäre das jetzt hier in diesem Feld die lichtstärkste LED-Lampe und 8500 Lumen. Ja, ob das dann stimmt. Die sind auf jeden Fall günstiger, diese sogenannten China-Taschenlampen. Da haben wir also hier auch noch eine Skyray, die nicht besonders teuer ist, aber auch entsprechend mit sehr hohen Lumen- und Lichtstärkenangaben beworben sind. Die liegt hier zum Beispiel aktuell um 45 Euro und wäre dann ja hier im Feld. Wir haben hier zum Beispiel eine, ja, Betty Lupine mit 4500 Lumen laut Hersteller und die kostet ja über 600 Euro und diese Trustfire hätte dann 8500 Lumen, wenn man den Herstellerangaben Glauben schenken würde und die kostet nicht 600, sondern die kriegt man aktuell für rund 45 Euro. Da stellt sich natürlich die Frage, stimmen denn erstens die Angaben und zweitens, ja, wo liegen denn die Unterschiede zu diesen extrem teuren Taschenlampen von Markenherstellern? Das wollen wir hier auch ansprechen und helfen zu klären. Ja, und dann haben wir hier also noch eine HID-Lampe. Das ist eine Firefox FF4. Da müssen wir mal gucken, weil diese Lampe haben wir uns also aus China kommen lassen. Da gibt es noch keinen deutschen Vertrieb leider. Die ist extrem lichtstark, hat eine andere Lampentechnologie, aber sie funktioniert leider nicht. Da ist irgendein technischer Defekt oder irgendein technisches Problem, was wir hier nicht klären können. Wir haben noch eine zweite bestellt, die ist im Moment noch unterwegs. Vielleicht kriegen wir sie auch noch für dieses Testvideo und können sie dann auch vorstellen, dass also eine extrem lichtstarke, keine LED, sondern eine sogenannte HID-Hochdruck-Dampflampe, also eine andere Technologie, aber extrem lichtstark und relativ günstig, kriegt man so um 200 Euro umgerechnet. Und dann haben wir noch eine Handlampe, das ist also auch, alle anderen haben wir als LED-Lampen, das ist auch eine LED-Lampe von Olight, die Marauder X6 und ja, die hat also den Akku separat und die ist, ja, das kann man schon mutmaßen, extrem lichtstark und lohnt es sich dann auch so eine, die liegt dann auch so in der 400 Euro Preisklasse, eine so extreme Handlampe dann im Vergleich zu diesen etwas handlicheren zu nutzen oder nicht. Aber um nochmal die Einleitung nachzuholen, das ist das
der technologische Standard, den man ja vor einigen Jahren hatte, vielleicht so vor 15 Jahren, so eine Taschenlampe, ich glaube, das ist so eine Water-Taschenlampe, ja, das ist eigentlich ein Witz, wenn man das zu den Lichtstärken vergleicht. Und dann kann ich Ihnen gleich mal hier die Betty Lupine vorstellen, also ein Doppelklick. Und jetzt halte ich mal im Vergleich einfach rein. Ja, hier wird es weiß, hier sehen Sie nichts mehr und hier können Sie gerade noch erkennen, da leuchtet es. Also, das ist der technologische Fortschritt. Natürlich haben wir hier eine andere Preisklasse, aber man kann also mittlerweile deutlich mehr erwarten. Und wir werden hier in diesem Videoreport auch zeigen, was man mit diesen Taschenlampen überhaupt anstellen kann, welche Ausstattungsmerkmale es gibt, wofür man eigentlich diese hohe Lichtstärke brauchen kann oder ob es nicht reicht, eine kleinere Taschenlampe mit weniger Power einzusetzen. Also Power LED 2014 hier aktualisiert im Report für Sie. Kommen wir also zur Messung. Hier also eine Superklemme, mit der ich die Taschenlampe fixiere. Das ist hier eine LED Lenser X21R und ich richte sie gegen die Decke. Das Verfahren nennt sich auch Bouncing, das heißt die Reflexion der Decke und Wände, hier sind sie alle weiß, wird dann unten am Stativ mit einem Luxmeter gemessen und so kann man die Gesamthelligkeit, die Gesamtlichtleistung einer Taschenlampe sehr genau messen. Und jetzt habe ich sie im Spot, die X21R, und lese unten am Luxmeter die Reflexion 132 Lux. Und jetzt gehe ich in die Weitfokussierstellung und schaue mal nach, was kommt unten an. Auch 132 Lux, also kein Unterschied. So kann man also die Gesamthelligkeit messen, unabhängig davon, ob es ein Flutter oder Thrower ist. Ja, und die Leuchtweite kann man auch in Lux messen, aus einer definierten Entfernung, üblicherweise aus 1 Meter. Und hier also die X21R fokussiert aus 1 Meter Entfernung auf den Sensor dieses Luxmeters. Und dann kann man anhand der Lux-Werte die Reichweite der Taschenlampe ablesen bzw. rechnerisch ermitteln. 0,25 Lux wird üblicherweise dann als Rechenbasis genommen. Kommen wir also zum Messverfahren hier im Flur zunächst. Später gehen wir auch noch nach draußen. Jetzt die LED-Lenser X21R. Hier vom Stativ aus aufgenommen mit einer Olympus-Kamera. Natürlich immer bei identischen Belichtungszeiten. Eine 20. ISO 200 und Blende f2,8. Und jetzt die X21, die ist schon länger auf dem Markt. Es gibt schon eine X21.2. Aber hier noch die etwas ältere und hier also jeweils im Spot gemessen, etwas weniger hell im Spot eben als die X21R, die wir davor hatten. Und jetzt kommen wir zu weiteren sehr leistungsstarken Taschenlampen. Das ist die Phoenix RC40, kostet so rund 330 Euro, relativ lang gebaut, mit Akkupack im Lieferumfang und sehr, sehr lichtstark, ein Thrower. Und ja, hier konnten Sie sehen, die gibt mehr Gesamthelligkeit ab als die XR21 von LED Lenser. Und jetzt auch eine Phoenix TK75, deutlich günstiger, nur 180 Euro, ein Thrower. Und der hat es in sich, hier konnten Sie kurz sehen, extrem hell, vom Hersteller 2900 Lumen angegeben. Und jetzt der Weltrekordler im Taschenformat, Lupine Betty TL2S. Nicht ganz billig, aber mit einer enormen Lichtleistung. Wir haben 4000 Lumen gemessen, der Hersteller sagt 4500. Und jetzt der kleine Bruder, extrem kompakt, auch nicht ganz billig, 315 Euro, bringt natürlich etwas weniger Leistung. Kommen wir zur Nightcore TM26, die ist zwar relativ, ja, kompakt, nicht ganz leicht und auch nicht ganz billig, aber die hat es auch in sich, die ist fantastisch ausgestattet mit Stativanschluss und eben noch sehr kompakt und klein mit Ladedock und eben auch sehr lichtstark. Es ist kein Thrower, sondern ein Flutlicht. Jetzt der Vorgänger Tiny Monster 15, mittlerweile deutlich günstiger, 250 Euro, die war auch mal teurer.
bringt etwas weniger Leistung, aber nicht so sehr viel weniger. So, und jetzt kommen wir zur ersten China-Lampe, in Anführungsstrichen, der Trustfire TRJ18. Die kriegt man sehr günstig. Wir hatten sie ja schon kurz vorgestellt. Da sind dann 8500 Lumen auf dem Lampenkopf abgedruckt. Und jetzt wollen wir doch mal gucken, was mit den 8500 Lumen ist. Sie können es vielleicht schon auch ablesen da unten. Also 2250 Lumen immerhin für diese Preisklasse und ein sehr schönes Lichtbild, wie ich finde. Mit 3 Akku nur bestückt. So, und jetzt fängt es an zu quietschen. Hier kommt die Skyray King, also eine weitere sogenannte China No Name. Allerdings hat sie den Namen Skyray King. 2000 Lumen angegeben. Die gibt es auch in Goldversion. Recht günstig teilweise. Und ja, ein schönes Lichtbild. Ohne Farbstich, aber keine 2000 Lumen, sondern gemessen von uns 970. Und jetzt kommt die zweite Skyray, die heißt dann XY600. Ich mag sie überhaupt nicht von der Anfassqualität. Sie wirkt sehr grobschlächtig. Naja, aber die Lichtleistung ist nicht so schlecht für die Preisklasse, obwohl die nicht ganz billig ist. Und jetzt ein Weltrekordler bei den LED-Lampen, meines Wissens zumindest, in der noch mobilen Klasse, allerdings mit separatem Akkupack. Olight X6 Marauder. Olight X6 Marauder. Also den Akku klemmt man sich an den Gürtel und hat dann eher eine Handlampe, aber die bringt richtig Power. Hier können Sie es sehen, von uns gemessen 4600 Lumen. Und jetzt nochmal spaßeshalber diese uralt Water-Taschenlampe. Ja, da kann man nicht viel erwarten. Und ja, da bleibt der Raum dunkel. Und jetzt eine Phoenix TK35. In der neuesten Version. Die hat also neue Cree LED. Eine Cree LED spendiert bekommen. Ich mag sie sehr, muss ich sagen. Ist extrem robust und noch schön hell. So, und am Ende noch die Firefoxes FF4, eine HID. Firefoxes FF4. Hochdrucklampe, also eine andere Lampentechnologie. Ja, zu der werden wir später noch ein bisschen was sagen. Wir hatten uns 2 Stück sogar kommen lassen. Beide sind im Moment leider defekt. Warum, ist uns unklar. Aber die hatte es von der Power in sich. Allerdings muss der Brenner erstmal auf Touren kommen. Hier sehen Sie, ich habe sie eingeschaltet. Mache ich hier mal die Türen zu, aber in der Zeit sehen Sie, wie sich die Lichthelligkeit verändert, auch die Farbtemperatur. Die hat offiziell 4300 Kelvin, braucht jetzt aber so 15-20 Sekunden, bis sie auf Touren kommt, und sie hat auch noch eine 60 Watt Stufe. Hier sehen Sie also die 40 Watt Stufe, die ich aus der kleinsten Stufe, sie hat 3 Stufen insgesamt, 24, 40 und 60 Watt, jetzt aktivieren kann über langen Tastendruck. Und dann, jetzt ist sie in der 60 Watt Stufe mit offiziell 6000 Lumen. Ja, und jetzt mache ich mein Kontrollbild. Danach ist sie uns leider dann bald ausgefallen. Und hier sehen Sie die extreme Power. Und jetzt nochmal im Überblick alle Taschenlampen. Also links die Firefoxes FF4 und dann nach Lichtleistung sortiert alle 15 Lampen, die wir hier gerade im Test hatten. Ja. Die mittleren Leistungsklassen, hier die Trustfire TRJ18, gruppiert sich noch recht weit nach oben und ist dabei die günstigste im Feld. Ja, und dann sind wir hier weiter unten. Wir zeigen auch gleich nochmal einen Direktvergleich schon bei den Chinesen. Und es sind ja eigentlich alles Chinesen, aber diese Trustfire und Skyray eher No-Name. Und jetzt die leistungsstärksten, links die Firefoxes HID und rechts die Olight Marauder und die Firefoxes. Ja, ich finde, sie hat eine sehr schöne Farbtemperatur. Wir haben hier also Weißabgleich auf Tageslicht gemacht. Und jetzt nochmal die lichtstärksten 4 direkt im Vergleich. Links Firefoxes oben, Marauder 6 rechts oben, unten Betty Lupine und unten rechts die Phoenix RC40. Alles über 3000 Lumen. Und jetzt mal der Direktvergleich Betty TL2S gegen die Tiny Monster. Das sind beides Flutlichter, also Flutter. Und ja, von der Lichtleistung ist die Tiny Monster fast schon vergleichbar, streut das Licht aber nicht ganz so weit. Von der Messung kommt die Tiny Monster nicht ganz heran. Und hier die Phoenix
sehr beliebt. Schön robuste Lampen. Phoenix RC40, allerdings recht teuer. Allerdings inklusive Akkupack. Und rechts der Showa Phoenix TK75, deutlich günstiger. Hier nochmal links die Phoenix TK75 gegen die LED-Lenser. Beides Showa, also Lichtwerfer, bis für die Ferne geeignet. Ja, und da ist der Spot vergleichbar von beiden Lampen. Nur die Phoenix TK75 ist deutlich kleiner und kompakter. Und jetzt nochmal die LED-Lenser im Direktvergleich. Hier gibt es schon neuere Versionen mit Punkt 2. Also da sollten Sie drauf achten, vielleicht auch, wenn Sie sich dafür interessieren, die neuesten Versionen anzuschauen. Und hier kommen wir nochmal zu einem Vergleich von der Betty TL2S zur Trustfire. Ja, die teuerste gegen die günstigste. Und da schneidet die Trustfire. Die ist natürlich viel länger gebaut und schwerer, aber gar nicht so schlecht ab, wie ich finde. Hat natürlich weniger Leistung, aber für die Preisklasse, für den Preisunterschied schon erstaunlich. Nochmal die Betty TL2S und rechts die Lupine vom selben deutschen Hersteller. Die Lupine Pico ist natürlich viel kleiner und bringt natürlich etwas weniger Leistung. Jetzt die Chinesen Skyray King. Links schaffen so 930 Lumen, rechts die Skyray XY600. So, und jetzt nochmal die Phoenix TK75 gegen die TK35. Die TK75 bringt natürlich mehr Leistung, aber die TK35 ist kleiner und kompakter. Und jetzt nochmal im Vergleich die etwas lichtschwächeren, aber an sich doch lichtstarken Taschenlampen oben. Lupine Pico und dann die beiden Skyray und unten rechts die Phoenix TK35. Die Lupine ist am mobilsten und die Phoenix TK35 mag ich besonders gerne. Die auch nochmal im Vergleich hier gegen die Uralt-Warta. Da kann man den Leistungsfortschritt mittlerweile deutlich erkennen. Ja, wir haben gerade in der Messung gesehen, also wir haben unterschiedliche Helligkeiten, unterschiedliche Lumenergebnisse und diese Trustfire, ja, kommt bei weitem nicht an das heran, was der Hersteller hier also ganz prominent mit seiner Angabe hier bewirbt. Und die Markenhersteller liegen noch recht nah an den Spezifikationen, die sie angegeben haben zu unserer Messung. Ja, die Trustfire und ja, die Skyray und so weiter kommen also nicht an das, was die Hersteller bewerben, bei weitem nicht heran, sind aber nichtsdestotrotz recht lichtstark und für die Preisklasse sicherlich sehr attraktiv. Wir werden später auch noch ja, sie draußen vorstellen, wie lichtstark sie dann sind in den Beamshots. Aber es gibt unterschiedliche Technologien. Es gibt ja die Lampen, die breitflächig ausstrahlen, ein Flutlicht ausstrahlen, ohne einen Hotspot zu erzielen. Dazu gehört die Betty Lupine Betty 2, die wir hier haben, die erzeugt also kein hartes Spotlicht, sondern eher ein weiches, breitflächiges Licht. Und dann haben wir also die sogenannten Showa, die einen ja, engen Lichtkegel in die Landschaft werfen, die also eher einen Spot erzeugen. Die haben in der Regel, hier habe ich also die Phoenix TK75, auch noch ein Peripherlicht. Also es gibt nicht nur den hart gezogenen Spot, sondern es gibt auch noch eine Umgebungsbeleuchtung, die aber nicht ganz so hell dann ausfällt. Und dann gibt es auch so Kompromisse. Hier an der TM26 Nightcore Tiny Monster 26 haben wir also eher ein breitflächiges Licht, ein sogenannter Flutter, aber weniger ein Showa. Und ja, da stellt sich natürlich die Frage, was ist denn wofür gut? Wann braucht man denn eher ein breitflächiges Licht, ein Flutter oder ein Showa? Und das zeigen wir mal im nächtlichen Wald, was sich wann wofür denn nun eignet. Machen wir einen Systemvergleich bei einem nächtlichen Spaziergang durch Feld und Wiesen mit Präferenz auf dicht stehenderes Waldgebiet. Hier zunächst eine halboffene Landschaft und beispielsweise für den Fluter steht die Lupine Betty und der Show kommt ferner Phoenix TK75. Also Flutter und Show stehen sich gegenüber. In diesem Beispiel 1:1, beide gefielen mir gut. Hier eine eher noch offenere Landschaft und hier habe ich den Fluter, die Lupine Betty. Die steht ja beispielsweise für noch weitere Fluter, zum Beispiel für die Nightcore TM26 oder auch die Trustfire TRJ18. Und hier die Phoenix TK75. Legt meinen Blick etwas zu stark fest. Der Spot ist mir etwas zu anstrengend. Mich interessieren hier weniger Details als ein allgemeiner Überblick.
Und insoweit 2:1 für den Fluter hier bei diesem nächtlichen Beispiel. Mit Präferenz auf waldiges Gebiet. Und hier stehe ich dann auch schon im Wald. Hier führt der Weg jetzt nicht mehr geradeaus. Also ich möchte mich allgemein orientieren und weniger in die Entfernung schauen. Und da ist dieses breit gestreute Flutlicht von der Betty Lupine deutlich angenehmer als der Throw, wie ihn hier die Phoenix TK75 zum Beispiel auch wirft. Aber hier der Fluter jetzt, das werte ich hier mal nicht, sondern zeige das mal als allgemeine Orientierung. Also der Fluter ist schon angenehm, weil er einem Tageslicht doch näher kommt als dieser harte Spot von einem Shoa. Ja, und jetzt bin ich an einen kleinen See angekommen und möchte das gegenüberliegende Ufer betrachten. Eben hatten wir noch die Lupine Betty und der Shoa jetzt von der Phoenix TK75 wirft mir auf die Distanz einfach mehr Licht. Das finde ich in diesem Beispiel besser. Insoweit hat der Shoa hier aufgeholt 2:2. Jetzt haben wir hier eine alleeartige Strecke vor uns mit einem geraden Weg in die Entfernung. Und hier ist der Shoa im Vorteil meines Erachtens 3:2 für den Shoa. Jetzt gibt es einen Hindernisparcourslauf. Die Herbststürme sind schuld. Einige umgestürzte Bäume kreuzen den Weg. Und hier der Shoa ist etwas anstrengend, funktioniert zwar noch gut, aber das Flutlicht ist hier angenehmer. Mein Blick ist nicht festgelegt, ich kann mich allgemein besser orientieren und werte das mit 3:3 im Moment. Flutlicht, Shoa, Einstand 3:3. Ja, jetzt bin ich wieder in etwas unübersichtlichem Gelände. Hier unten hat jemand eine Skulptur gebaut, die kann ich mit diesem breit gestreuten Flutlicht von der Lupine Betty besser beurteilen als gleich mit dem Show, der mir wie ein Lupenglas hier einen Spot in die Mitte brennt. Der ist anstrengend und unnötig. Ich bin hier sogar nur auf der zweithellsten Stufe. Und auch die allgemeine Orientierung ist hier anstrengender als gerade vorher mit dem Flutlicht von der Lupine Betty. Ja, hier eine Dreierbaumgruppe von Tannen mit dem Flutlicht und 10 Meter Entfernung. Und hier kann ich mit diesem breiten Flutlicht das Motiv viel besser erfassen als mit dem harten Spot, über das ich dann die ganze Gruppe überfahren muss. Also hier bei diesem nächtlichen Waldspaziergang 5:3 für das Flutlicht gegenüber dem Shoa. Im zweiten Teil zu Power LED 2014 zeigen wir noch weitere Praxisbeispiele. Wir zeigen auch Outdoor Beam Shots und gehen noch auf die Taschenlampen weiter ein. Aber wir zeigen auch Anwendungsbeispiele, wie Sie zum Beispiel im nächtlichen Wald einen Baum in Szene setzen, von allen Seiten beleuchten können und fotografisch besonders festhalten können. Das geht zum Beispiel über Mehrfachbelichtungsfunktionen. Wir zeigen also auch, wie Sie mit einer einzigen Taschenlampe von mehreren Seiten ein Motiv ausleuchten und dann zu einem einzigen Bild fusionieren können. Oder das geht auch mit einer nächtlichen Köhlerhütte hier mit Gegenlicht und das Ganze wird dann fusioniert. Wie das funktioniert, zeigen wir dann im nächsten Teil zu Power LED und natürlich zeigen wir auch Kreativanwendungen, wie man Orbs erzeugt und wie man Diffusoren dabei praktischerweise einsetzt. Ja, und dann machen wir auch noch ein bisschen Feuer. Das Ganze also im zweiten Teil zu Power LED 2014.